Ach, schön, dass ihr alle da seid und ein großes Hex-Hex. Ich begrüße euch hiermit zu dem dritten und vorab letzten Teil von den Abenteuern der kleinen Hexe Juna. Die Folge heute heißt Die große Liebe. Dieses Hörspiel fängt im Zaubermoor an, dort, wo Maximus Black und Runzia Mathilda Nachtschatten für 2 Jahre ihre Strafe absitzen müssen. Runzia hat mittlerweile Haare bis zum Boden und Maximus hat inzwischen einen viel längeren Bart als der große Magier Zabalot. Runzia sitzt in ihrem selbstgebauten Zelt und murmelt vor sich hin, während Maximus auf der Jagd nach etwas zu essen ist. Oh Mann, ey! Alles nur wegen der kleinen, dummen Hexe. Wenn die nicht gewesen wäre, dann wären wir beide jetzt an der Macht. Ach komm, Runzia, hör auf zu heulen. Nur normale Menschen heulen deswegen. Und wie du weißt, sind wir nicht normal. Ich weiß. Aber ich überlege gerade, was alles passiert wäre, wenn Juna nicht da gewesen wäre. Ich höre sogar schon meinen Kater Maurizio im Kopf reden. Maurizio hier. Sie sehen so traurig aus. Das kann ich ja gar nicht ab. Am besten singe ich mal etwas für Sie. Nein! Was nein? Magst du etwa keinen Fisch? Ach, papperlapapp. Ich meine doch nicht dich. Ich meine den Kater. Welchen Kater? Hast du etwa getrunken? Dann habe ich auch einen Kater. Ach, vergiss es. Na dann. Maximus geht wieder in das Moor und versucht, weitere Fische für das Abendessen zu fangen. Wir schauen mal bei Familie Naseweiß vorbei. Juna sitzt mit Maurizio in ihrem Zimmer und durchstöbert Friends Book. Ach, Maurizio. Mal schauen, was meine Freunde gerade so treiben. Oh, guck mal, Lina ist in Rotterdam angekommen. Boah, wie schön es da aussieht. Ach, und schau mal, das sieht so aus, als hätte sie dort jemanden kennengelernt. Ja, Maurizio, so sehe ich das auch. Hier, der Magier Zappelot sitzt mit seinen Quietscheentchen in der Badewanne. Anscheinend ist er noch nicht aus dem Kinderalter raus. Währenddessen schauen wir doch mal in Runzias Schloss vorbei, wo gerade ein Gast an ihrem Tor klingelt. Hallo? Hallo? Runzia? Bist du da? Ist ja merkwürdig. Julian tanzt im großen Wohnbereich zu seiner Musik. Und nun schwenken wir zu dem einzig wahren, großen, allmächtigen Zauberer Zabalot. Ach. Schau mal an. Ich wusste gar nicht, dass er kochen kann. Und dabei singt er auch noch. Ich bin ein kranker Schwamm, jetzt schaut mich doch mal an. Meine Nase läuft, oh Mann. Ich bin ein kranker Schwamm, ich bin ein kranker Schwamm. Ach ja, wie schön ist es doch, wenn man die Chance hat, immer etwas Gesundes und Frisches zu kochen. Vielleicht sollte ich mal eine Kochschule aufmachen. Ah, Mist, nein, die Pfanne brennt. Schnell den Deckel drauf. Au, ah, verdammt nochmal. Am nächsten Morgen machten sich sämtliche Schüler fertig für die Schule. Nur einer pflegte noch immer seine Beziehung zum Bett. Oh nein, 7.10 Uhr, du blöder Mistwerker, wegen dir habe ich verschlafen. Na los, noch die Hose und dann die Schuhe. Ach Mist, erst die Socken und dann die Schuhe.
Ach, mit dem Roller bin ich schneller. Julian raste die Straße entlang, als plötzlich eine Person auf die Fahrbahn lief und er nicht mehr ausweichen konnte. Aua! Sag mal, spinnst du? Hast du keine Augen im Kopf? Hallo? Ja? Du hast mich volle Kanne überfahren. Sich zu entschuldigen wäre jetzt angebracht. Ja, natürlich. Ich warte. Oh, tut mir sehr leid. Ich glaube, ich habe gerade einen Engel gesehen. ich meine, ich habe einfach nicht auf der Straße geachtet. Sorry. Schon okay. Ist ja nichts passiert. Bin aber gerade ein wenig spät dran. Juna und Julian gingen nun gemeinsam zur Schule und verbrachten auch die Pause zusammen. Julian begleitete nach Schulschluss Juna nach Hause. Danke, dass du mich nach Hause gebracht hast. Bist ja anscheinend doch nicht so ein tollpatschiger Typ wie heute Morgen. Das stimmt. Kurze Frage. Hast du morgen Abend schon was vor? Nein, bis jetzt noch nicht. Wieso? Hättest du Lust, nochmal was zu unternehmen? Sehr gerne. Dann hole ich dich morgen um 18 Uhr ab. Gerne. Ich bin hier. Super. Bis morgen, Juna. Bis dann. Na, Juna, was ist denn mit dir los? Du hast ja ein knallrotes Gesicht. Ja. Nein! Schwachsinn! Ja, ja. Meine kleine Juna, zum ersten Mal verliebt. Verliebt? Ach, Quatsch. Ich bin noch nicht verliebt. Und jetzt hört auf damit. Das ist voll peinlich. Oh, die ist aber bis über beide Ohren verliebt. Das spüre ich. Oh, Bella. Wer war der Junge, der mit Luna vor der Tür stand? Francesco. Wer wohl? Und natürlich mein Enkel. Wenn ich dich nicht hätte... Wärst du immer noch Single? Ja. Ja. Und du meinst, der Junge ist aus unserer Nachbarschaft? Sei nicht immer so neugierig, mein Mausezahn. Er wird sich bestimmt bald bei uns vorstellen. Oh Mann, meine kleine Juna, sie wird so schnell erwachsen. Gefühlt kommt es mir vor wie gestern. Weißt du, wo ich ihr noch die Windeln gewechselt habe und sie zum ersten Mal Mama und Dada gesagt hat. Da hast du recht. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr kribbelt meine Nase bei diesem Jungen. Ach komm, mein Bienchen. Ja? Vielleicht täuschst du dich auch nur, weil deine Mutterinstinkte durchkommen. Ja? Ja, meinst du? Meine Gefühle trügen mich sonst nie. Alles gut, Honigbärchen. Mach dir keine Sorgen. Sag mal, Francesco, warst du derjenige, der den vollen Staubsaugerbeutel wieder in den Staubsauger gesteckt hat? Und den Staubsauger dann in den Schrank gestellt hat? Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe nur eine Bier getrunken. Mann, Francesco, du kannst gern auch mal mehr im Haushalt machen. Die Spülmaschine ist auch noch voll. Hättest du auch mal anstellen können. Was? Warum? Mich macht ja auch keiner an, wenn ich voll bin. Oh Mann, Francesco. Ach ja, der Francesco. Schauen wir mal nach, was Igor in der Zwischenzeit macht. Er rennt durch Maximus Schloss hin und her und her und hin und ach und so weiter und so weiter. Ja, auf jeden Fall putzt er überall den Staub weg. Ach du heiliger Bimbam, überall Staub, 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 Staub. Kann Meister Eder nicht einmal sein Schloss in Ordnung halten? Zäh, der benötigt dringend Nachhilfe in Putzen. So, Runzia, Mathilda, Nachtschatten und Maximus Black. Ihr dürft das Zaubermoor verlassen.
Eure Zeit ist vorbei. Ihr habt jetzt alles abgesessen und seid hiermit befreit. Aber gebt fein Acht. Solltet ihr noch einmal etwas Böses machen, werdet ihr lebenslänglich im Zaubermoor verbringen müssen. Ja, ja. Und jetzt aus dem Weg. Wir sind frei! Niemand wird mich je besiegen. Ich bin immer da. Ist ja gut, Runzia. Jetzt lass uns schnell Juna finden und sie endgültig vernichten. Denn es nervt mich langsam, immer von einer kleinen Göre niedergestreckt zu werden. Da gebe ich dir recht. Dieser blöden Göre muss jetzt mal das Handwerk gelegt werden. Na dann los, Maxi! So, und schon ist alles wieder blitzeblank. Was ist denn hier los? Oh, hallo, Meister Eder. Ich habe alles geputzt für Sie, damit alles schön sauber und blitzeblank ist, wenn Sie aus Ihrem Urlaub wiederkommen. Urlaub? Wer sprach denn von Urlaub? Ja, er meint das Zaubermoor. Das war doch kein Urlaub. Zaubermoor? Das hört sich doch total nach Verwöhnung und Entspannung an. Im Moorbaden soll außerdem der Haut sehr gut tun. Jetzt hör mir mal gut zu, Igor. Das Zaubermoor ist... Ist ganz wunderbar. Und jetzt hör auf, Maxi. Wir müssen einen Plan entwickeln und umsetzen. Schon vergessen? Na schön, aber Igor, darüber werden wir nochmal sprechen. Wenn Sie Verwöhnung oder Ähnliches haben wollen, rufe ich selbstverständlich eine Masseurin an. Die wird Sie von Kopf bis Fuß verwöhnen. Raus hier! Bin schon weg, aber mögen Sie fliederfarbene Gardinen lieber oder eher blaue? Hier in meinem Schloss bleibt alles exakt so, wie es ist. Hast du das verstanden? Und jetzt... Weg! Beruhig dich, Maxilein. Nenn mich nicht Maxilein! Ja, ja, ist ja schon gut. Chill, Maximus. Los, gehen wir zu dir. Hier halte ich es auch nicht mehr aus. Na gut, wie du willst. Soweit ich weiß, habe ich das Tor doch zugemacht. Vielleicht ist dein Kater zu dir zurückgekommen. Ach, das glaubst du doch selber nicht. Der kann da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Also bei Juna. Ja. Ja, los, mach die Tür auf. Was, ich? Das ist doch dein Schloss. Boah, ey. Alles muss man selber machen. Ich bin's, Julian, dein lieber Enkel. Ich glaube es nicht. Julian David Nachtschatten, was machst du denn hier? Dich besuchen. Ja, das stimmt. Boah, bist du groß geworden. Ach, ist dir das aufgefallen? Einen ganzen Zentimeter. Wow. Wer ist das? Na, mein Enkel. Das sieht man doch wohl. Ja, natürlich. Ich blöd Mann. Aber Julian, mein Lieber, du hast ja sehr gute Laune. Wie kommt das denn? Oma, ob du es glaubst oder nicht, ich hab mich verliebt. Oh, wie schön. Da freue ich mich für dich. Wer ist denn die Glückliche? Kenn ich die von früher? Nein. Die habe ich erst kennengelernt. Okay. Ja, und wie heißt sie? Juna. Nicht zufällig warzeweiß? Nein,
Naseweiß, woher kennst du sie? Och, Julian, mein kleiner, lieber Enkel. Das geht nicht. Hä? Du kannst mir nicht vorschreiben, wen ich liebe. Doch, das kann ich. Juna Warzeweiß ist unsere größte Feindin. Du kannst gern ihre Liebe zu dir ausnutzen, damit wir an die Hexenkräfte der Familie Naseweiß rankommen. Aber sonst nichts. Verstanden? Nö, du kannst es mir nicht verbieten. Ich bin fast erwachsen. Ich werde jetzt gehen, da ich gleich ein Date habe. Nein, Julian, du bleibst hier. Du hast Schlossarrest. Ja, Teenager, was? Ich gehe schon. Ah. Du musst dann wohl der Juliano sein, hä? Nein, ich bin Julian. Sag ich ja. Giuliano. Naja, was auch immer. Und Sie sind? Francesco, Matteo, Liano, Elio, Malo, Gianluca, Abelardo, Adamo, Giuseppe, Naseweiß. Aber du darfst mich Francesco nennen. Puh, freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Naseweiß. No. Francesco reichte. Sonst fühle ich mich so alt. Aber natürlich. Francesco, darf ich Juna zu einem Date abholen? Ja, aber natürlich. Nur eine kurze Frage noch. Sag mal, wie alt bist du? Ich bin 17. Was? 17? No. Du bist ja viel zu alt für meine Tochter. Das ist nur ein Jahr Unterschied. Kannst du für sie sorgen? Hast du eine gute Arbeit? Sir, ich gehe noch zur Schule, aber... Das reicht mir. Komm wieder, wenn du eine Arbeit hast und Geld verdienst. Boah, Papa! Du bist unmöglich! Aber mein liebes Kind, ich will doch nur das Beste für dich. Nein! Du bist einfach nur voll peinlich! Ach, Francesco, nun lass sie doch gehen. Aber eine Frage hätte ich noch. Bist du in meine Tochter verknallt? Verknallt? Nein, ich bin neu in der Gegend und ich gehe auf dieselbe Schule wie Juna. Na gut, wir erwarten Juna um 21 Uhr wieder zu Hause. Wehe, wenn nicht. Das wird nicht passieren. Sie wird pünktlich wieder da sein. Ihr seid echt unmöglich. Julia und Francesco schauten sich an und nickten einander bedenklich zu. Dann gingen sie ins Wohnzimmer zurück. Tut mir unendlich leid. Meine Eltern sind sehr, sehr speziell. Ach, alles gut. So sind Eltern eben. Da hast du recht. Was wollen wir eigentlich machen? Ich dachte, du könntest mir das sagen. Quatsch. Ich wollte dich zum Essen ausführen. Oh ja, ich habe auch einen Mordshunger. Wie gefällt dir das Restaurant Vivaldi? Wow. Ja, sehr gut. Das ist unter anderem mein Lieblingsitaliener. Perfekt. Nach 30 Minuten kommen Juna und Julian am Restaurant an und gehen hinein. Sie setzen sich an einen Tisch und bestellen. Heimlich erscheinen auch Maximus und Runzia im Restaurant und verstecken sich hinter einem Garderobenständer. Hey, da sind sie! Also ich krieg jetzt gleich einen Hexenanfall. Jetzt schrei doch nicht so rum. Oder willst du, dass sie uns schon entdecken? Nein, natürlich nicht. Schließlich haben wir es Julian zu verdanken, diese Juna aus ihrem Umfeld rausbekommen zu haben. Auch wenn er nicht wusste, warum. Eine kluge Hexe wendet alles zu ihrem Vorteil. Und jetzt los! Hinter die Rosenpflanze! Los, Maxi, krabbel. Krabbel los. Oh Mann, was muss ich hier nur mitmachen? Mhm. Was? Es schmeckt fantastisch. Und wie schmeckt es dir? Ja, es ist sehr lecker. Vor allem, dieser Anblick ist lecker. Was ist denn bitte an Kohlrouladen mit Fleischklöpsen lecker anzusehen? Naja, wie schön sie geformt sind. Einfach toll.
Was hat er gerade gesagt? Er meinte, dass du deinen Schnabel halten solltest. Was? Keine Ahnung, was er gesagt hat. Ich verstehe genauso wenig wie du. Also halt endlich deine Klappe. Il Signore, la Signora, was kann ich denn für Sie tun? Wir haben auch Tische und Stühle hier. Sie muss nicht auf dem Boden sitzen. Boah, das glaube ich jetzt nicht. Hau ab! Wir wollen unsere Ruhe. Wie Sie wünschen. Hau schon ab! Das war lecker. Da stimme ich dir in jeglicher Hinsicht zu. Und was möchte Juna zum Nachtisch? Oh, ich hätte gerne einen grünen Wackelpudding mit Vanillesoße. Sei still, Maximus! Ich nehme gerne einen roten Wackelpudding mit Vanillesoße. Hä? Warum rot? Sie nimmt roten Pudding. Nein, grün muss sie nehmen. Rot schmeckt nicht so gut, dass du es weißt. Und nimm jetzt grün, denn ich... Spinnst du? Du kannst doch jetzt nicht zaubern. Ist ja gut. Oh, Sie sind ja immer noch da. Sind Sie sicher, dass Sie keinen Tisch möchten? Ja, das sind wir. Und jetzt... Verzieh dich. Bene, folgen Sie mir. Nein. Was denn nun? Sie, no, Sie müssen sich mal entscheiden. Ja, wir sind sicher, dass wir keinen Tisch möchten. Bene, da eben nicht. Wenn Sie schon keinen Tisch möchten, kann ich Ihnen dann wenigstens Stühle anbieten. Das kann doch nicht so gesund sein, da bekommen Sie einen krummen Rücken. Bei dir ist es sowieso schon zu spät. Was soll das denn jetzt heißen? Dass ein Stuhl bei dir auch nicht mehr helfen würde. Wissen Sie was, Herr Kellner? Ich nehme doch einen Stuhl. Und ein Glas Rotwein. Denn bei einem wie dem, da hilft nur Alkohol. Wie Sie wünschen, Signora. Boah, wissen Sie was, Pinguin? Ich nehme einen Schott, denn bei der alten Hexe hilft nur Hochprozentiges. Aber einen harten... Ich bin zwar nur der Kellner, aber wie Sie wünschen. Kellner, wir möchten bitte den Nachtisch bestellen. Sehr gerne. Einen kleinen Momento. Ich erscheine sofort bei Ihnen. Klar doch. Der Kellner besorgt zwei Stühle und stellt sie hinter die Pflanze. Und ihre Getränke. Na, wurde ja auch Zeit. Nicht lang schnappen, Kopf im Nacken. Und dabei redest du hier die ganze Zeit. Nun geht der Kellner zu Juna und Julian und nimmt die Bestellung für den Nachtisch auf. Für mich bitte den Pancake mit heißen Kirschen. Gute Wahl. Und für die Dame? Ich nehme einmal den roten Wackelpudding. Grün. Haben Sie was gesagt? Ich? No. Das war das Ehepaar hinter der Pflanze dort hinten. Juna schaute von ihrem Platz zu den Pflanzen. Aber Maximus und Runzia haben sich schon wieder woanders versteckt. Nämlich unter dem Servierwagen. Mann, Maxi, mach dich nicht so fett. Tut mir leid. Ich bin zwar klein, aber irgendwo muss ja mein großes Ego hin. Ja. Gut, dann nehmen wir es so. Sehr wohl, ich bringe es Ihnen. Juhu, es geht los. Halt den Mund und steig dort an der Ecke aus. Runzia schubst Maximus aus dem Servierwagen und die beiden purzeln um die Ecke an den Lüftungsschacht. Aua! Stell dich nicht so an. Und kriech jetzt in den Lüftungsschacht dort. Ja. Wir müssen hier irgendwie unbemerkt herauskommen. Ja, aber wir haben doch gar nicht bezahlt. Boah, hast du keine anderen Sorgen? Ach, lass mich. Ich bin nervös. Boah, Maximus, das ist jetzt echt nicht dein Ernst. Ach komm, als ob dir sowas nie passiert. Und wie ich gesagt habe, ich bin nervös. Jetzt hör auf zu labern und kriech weiter. Runzia und Maximus kommen aus dem Schacht heraus und fliegen zu Runzias Schloss. Julian und Juna hatten noch einen schönen Abend und er bringt sie pünktlich wieder nach Hause. Ich gebe zu, ich habe mir es auch etwas anders vorgestellt. Aber vielleicht fällt uns noch was anderes ein. Etwas Berauschendes,
Fantastisches. Etwas... Magisches? Genau. Mit einem Kontaktzauber sollte es klappen, denn die Naselschweiß haben auch eine Familie als Rivalen. Die Goldsteins. Halt! Ich habe eine bessere Idee. Wir bringen nicht nur die Goldsteins dazu, sich gegen die Naselschweiß zu richten, sondern die ganze Stadt! Perfekt! So machen wir das. Maximus blättert in seinem alten, großen Zauberbuch und entdeckt den Zauberspruch. Hass gegen einzelne Familien. Ah, sehr schön. Hier haben wir etwas. Pinke Qualle, gelber Schwamm, rosa Seestern, Ramsamsam. Ramsamsam, Ramsamsam, Gulli, 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 Ramsamsam. Was ist das denn für ein Kinderkram? Naja, wenn's hilft. Oh je. Ramsamsam, Ramsamsam, Gulli, 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 Ramsamsam. Ass zu Hass. Zu kaltem Eis, allesamt gegen Naselschweiß. Ich fühle mich so prächtig, so mächtig prächtig. Die Hexenjagd beginnt. In der Zwischenzeit bei den Naselschweiß zu Hause. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Jonas! Hör auf zu singen! Das hört sich grauenvoll an! Ja, ja, du bist auch nicht besser. Juna, oh, wie verlief das gestrige Date? Ganz gut. Ah, dir ist nichts passiert, oder? Also, keine Kratzer, keine Drogen oder Ähnliches? Papa! Mensch, Juna, wir wollen nur das Beste für dich. Und dass es dir gut geht. Aber Mama, ihr übertreibt ultra! Juna, nicht in so einem Ton. Aber? Kein Aber. Deine Mutter und ich haben ein ungutes Gefühl bei diesem Giuliano. Genau. Aber Mama, ich liebe Julian. Und Gefühle kann man nun mal nicht abstellen. Juna, mach die Augen auf, lass ihn aus deinen Gedanken raus, lass ihn aus deinem Herzen raus und dir wird wieder besser gehen. Kind, mach die Augen auf, nutz dich aus, vertraue mir. Juna, mach die Augen auf, verstehst du, was ich sagen will? Mom, hör zu, was ich jetzt sag, ich liebe ihn und das jeden Tag. Du kannst dagegen nichts mehr tun, also lasse uns in Ruhe. Juna, hör mir jetzt mal zu, du bist meine Tochter und ich sag dir nur, du machst jetzt hier mit dem Schluss, nicht dass ich auch noch hexen muss. Ja, Mama, so ist das halt, ich bin schon 16 Jahre alt. Ich weiß genau, was ich hier tue, also lasse mich in Ruhe. Jetzt hör mir doch mal zu, ich lass dich doch noch nicht in Ruhe. Der Typ hat mich gerafft, er will nur deine Hexenkraft. Julian, der liebt dich nicht, er ist nur ein kleiner Bösewicht. Und auch vielleicht sogar verwandt mit dieser Ruzia. Ist klar, Juna, aber du darfst singen und ich nicht. Jonas, das ist hier jetzt auch was ganz anderes. Singen ist singen. Boah, geh zurück in dein Zimmer und nerv nicht. Habt ihr mitbekommen, was draußen los ist? Durch das Fenster sehen sie, dass die ganze Nachbarschaft in eine Richtung läuft. Wie ferngesteuert. Ach du heiliger Bimbam, was ist passiert? Ja, das frage ich euch. Wir haben nichts gemacht. Das war bestimmt das Werk von Runzia und Maximus.
Julian verschwindet vor den Augen der Naseweiß. Ja, wo ist er denn plötzlich hin? Das frag ich mich auch. Aber der Sache gehe ich jetzt auf den Grund. Juna, warte, wir kommen mit. Wirklich? Natürlich. Wir sind eine Familie. Und außerdem ist die ganze Stadt betroffen. Und so fliegt die ganze Familie der Menschenhorde nach und sie landeten tatsächlich bei Runzias Schloss. Währenddessen im Schloss... Verdammt, Oma! Hör auf mit dem, was du da machst! Julian, nicht in so einem Ton. Ich bin immer noch deine Oma. Und außerdem hast du uns sehr geholfen, denn deine kleine Hexenfreundin ist mit ihrer ganzen Familie unterwegs. Was hast du vor? Na, wir wollen deren Hexenkraft und die Chöre soll ausgeschaltet werden. Das könnt ihr nicht tun. Ich werde euch aufhalten. Das wirst du nicht wagen. Nicht mehr lange und auf ewig. Julian sitzt jetzt in einem Käfig. Oma, was soll das? Warum sitze ich in einem Käfig? Sei froh, dass du noch reden kannst. Denn den Mund wollte ich dir jetzt nicht verbieten. Auch wenn du es verdient hättest. Runzia, gib auf! Und auch du, Maximus! Es hat keinen Zweck mehr. Du und deine kleine Familie. Ihr wollt uns aufhalten? Oh, wie süß. Goldsteins, packt sie euch. Juna täuscht Sophia und rennt auf Runzia zu. Flop, stopp. Ah, verdammt. Was soll das? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ach, Juna, sieh dich um. Du hast verloren. Du und deine Familie sitzen in einer Falle. Und vielen lieben Dank, mein Enkel, für deine Hilfe. Was? Das ist nicht so, wie es aussieht, Juna. Du bist der Enkel von Runzia? Du hast mich die ganze Zeit belohnt? Nein, nein. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, es dir zu sagen. So, nun haltet alle mal den Mund. Juna, ich mache dir ein gutes Angebot, durch das du und deine Familie freikommen werdet und alles wieder so wird, wie es mal war. Und? Was soll das für ein Angebot sein? Du überträgst uns deine Hexenkraft. Also, wenn... Hey, ein Hallo an alle. Ihr wisst schon, wer hier ist, ja? Wir unterbrechen das Hörspiel für eine kurze Werbepause. Also, wer dringend auf die Toilette muss. Oder sich etwas zu essen holen will. Zum Beispiel Krabbenburger oder Seetangchips. Der macht sich jetzt auf den Weg und wir warten. Jetzt mit dem Hörspiel weiter, die Abenteuer der kleinen Hexe Juna. Abonniert jetzt alle den YouTube-Kanal und verpasst keine Hörspiele, Gewinnspiele oder Neuigkeiten mehr. Und weiter geht's. Juhu, ich freue mich. Na dann mal los.
Also wenn ich meine Hexenkraft auf euch übertragen würde, müsst ihr einen Hexen- und Zauberkodex aussprechen, in dem enthalten ist, dass wirklich alles so wird, wie es vorher war und ihr aus meinem Leben verschwindet. Natürlich machen wir, was immer das Kind will. Nicht wahr, Maxi? Nenn mich nicht. Ach, egal, bringt ja sowieso nichts. Aber natürlich, Roncia. Juna, tu das nicht. Wir finden einen anderen Weg. Und den beiden kann man eh nicht glauben, ne? Manager. Der Hexenkodex kommt. Zu Beginn des Hexenkodex nimmt Maximus Runcias Hände und beginnt, den Spruch für den Kodex aufzusagen. Aram-sham-sham, aram-sham-sham, guli-guli-guli-guli, aram-sham-sham. Mensch, Maximilian Black, jetzt reiß dich mal zusammen. Der Kodex geht anders. Hokus-pokus, Haselnuss, Vogelbein und Fliegenfuß. Dass der Kodex gelingen muss, wird von der großen Macht zur kleinen Pracht, die uns zum magischen Menschen macht. Nun gestalte uns den Hexencode von 1 bis 2 und 3. Juna Naseweiß ist mit dabei. Mach nach der Übertragung der Hexenkraft alles, wie es vorher war. Hex, diddel, dumm, dei. So, du kleine Göre, jetzt hast du deinen Willen. Nun bereite dich auf das Ritual vor. Ah! Na schön. Meister Eder, für welche Gardinen haben Sie sich denn jetzt entschieden? Oh, kann man hier nicht mal ungestört ein Ritual durchführen? Oh ja, ich will mitmachen. Halt, stopp, jetzt reicht es. Ja, aber... Nein, nein, jetzt rede ich. Runcia geht mit großen Schritten um Juna herum und Maximus macht ihr das nach. Und sie sprechen. Große Magie, komm hervor, heraus aus Junas Körper. Was steht uns bevor? Zeig uns ihre wahre Macht. Was sie bei uns zweien entfacht. Eins, zwei, drei, heraus in voller Pracht. So haben wir die volle Macht. Während des Rituals bekommt niemand mit, wie Julian zaubert und dass der Käfig sich öffnet, als Runcia die letzten Worte des Rituals spricht. Und nun zum Ende ein dreifaches Hex-Diddle-Dum-Dei, Hex-Diddle-Dum-Dei. Hex-Diddle-Dum-Dei, Hex-Diddle-Dum-Dei, Hex, Hex, Hex. In diesem Moment wirft sich Julian dazwischen. Er geht zu Boden und bekommt den Zauber zu spüren, indem seine magische Kraft auf Runcia und Maximus übertragen wird. Julian, kurzer, langer Pferdeschweif. Maximus und Runcia, steht stramm und steif. Heiliger Zappelsatz, komm sofort herbei. Was zum heiligen Merlin ist denn hier los? Runcia und Maximus haben die ganze Stadt verzaubert, um an meine Hexenkraft zu kommen. Nein, wir haben nur einen netten Plausch gehalten. Zapperlot fällt auf, dass Julian am Boden liegt. Großes Glück und kleines Glück. Zauberei sofort zurück. Mir geht's gut. Kümmern Sie sich lieber um die anderen. Was zum Henker mache ich hier? Ach, du wurdest verhext. Und nun lass mich los. Ach. Mein Kind, geht es dir gut? Ja, Mama, es geht schon. Julian hat mich gerettet. Kann mich jetzt endlich mal jemand aufklären, was hier vorgefallen ist? Also, Runcia und Maximus haben alle verzaubert und wollten die Hexenkraft meiner Tochter. Na ja, eigentlich wollten wir eure Hexenkraft auch haben. Wie bitte? Maximus, halt den Mund. Nein, wie gesagt, nur eine kleine Unterhaltung unter Hexen und Zauberern. Schweigt still!
Ihr habt euch schon zu viel erlaubt. Runzia, Mathilda, Nachtschatten, du wirst diesmal kein ordentliches Gerichtsverfahren auf dem Hexenberg bekommen, denn dort hast du nichts mehr zu suchen. Hiermit wirst du zu der Höchststrafe verurteilt. Dir wird all deine Hexenkraft unwiderruflich genommen und du wirst von nun an bis an dein Lebensende als gewöhnliche Frau unter den Menschen leben. Nein, nein, das könnt ihr doch nicht machen, großer Magier Zabaluk. Ich flehe euch an, bitte nehmt mir nicht meine Hexenkraft. Oh nein! Oh! Großes, kleines Hühnerbein, nie wieder sollst du Hexe sein. Es ist vorbei und es ist aus. Kommst als normale Frau hier raus. Und nun zu dir, Maximus Black. Denn auch du bekommst die Höchststrafe. Sie hat mich gezwungen. Ich bin auch ein Opfer ihrer Gewalt. Ich habe das nicht verdient. Dafür ist es zu spät, Maximus. Großes, kleines Hühnerbein, nie wieder sollst du Zauberer sein. Es ist vorbei und es ist aus. Kommst als normaler Mann hier raus. Warum tut mein Rücken denn so weh? Ach, sei still. Weißt du, wo mein Gebiss ist? Ihr beide werdet ab sofort niemanden mehr verzaubern oder verhexen. So, und jetzt machen sich alle bitte auf den Heimweg. Halt, halt, bitte! Großer Magier Zabelot, Julian hat mich gerettet. Er gab seine Zauberkraft für mich auf. Kann er seine magische Kraft wiederbekommen? Tut mir leid, liebe Juna, aber das funktioniert leider nicht. Ein Ritual ist ein Ritual und sobald es absolviert wurde, kann man den Bann nicht mehr brechen. Juna, es geht mir gut. Auch wenn ich nicht mehr zaubern kann, wollte ich immer schon seit dem ersten Tag unserer Begegnung nur das Beste für dich. Nun kann Juna ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten und gibt Julian einen Kuss auf den Mund. Jetzt geht und kommt gut nach Hause. Die Familie Naseweis fliegt nach Hause. Und Julian sitzt hinter Juna auf dem Besen. So, dann wäre das auch geschafft. Und wie immer geht ein aufregender Tag zu Ende. Oh ja, Juna, mit dir als Schwester hat man echt kein ruhiges Leben. Was kann ich dafür? Du hättest ja nicht mitkommen müssen. Denkst du, ich lasse dich alleine in dieser verrückten Welt? Ach, Bruderherz, das hast du schön gesagt. Aber dann beschwer dich nicht. Okay, du hast recht und ich habe meine Ruhe. So, mein Schatz. Und was machen wir jetzt Schönes? Ja, mein Mausezahn. Ich habe etwas sehr Schönes, Dreckiges und Schmutziges für dich. Oh, ja. Gerne. Meine Honigblüte. Ja. Das Geschirr aus der Spülmaschine. Die hast du nämlich immer noch nicht angestellt. Na toll. Ja, das war's mit der Geschichte und den Abenteuern der kleinen Hexe Juna Naseweis. Ich hoffe, die Geschichten haben euch gefallen und ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Ob es weitergeht mit den Abenteuern von der Hexe Juna, bleibt abzuwarten. Bleibt gesund. Eure Kara. Hallo, guten Tag. Entschuldigung. Warten Sie bitte kurz. Ich bin Herr Ecker und ein Reporter von LTR. Ich bitte Sie um ein kurzes Interview. Selbstverständlich. Stellen Sie sich bitte einmal vor.
Wir sind die Familie Naseweiß. Das sind meine bezaubernde Ehefrau Julia, mein Sohn Jonas, meine Tochter Juna mit ihrem Freund Giuliano. Ich meine Julian. Ach, und Sie sind der? Ich bin der Francesco. Ah, ach so. Ja, dann starten wir mal.